Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch mal meine Map zeigen, mit der ich eigentlich immer meinen Raum abmache, um mich für Turniere vorzubereiten oder generell einfach mal vor dem Zocken, um so ein bisschen reinzukommen, ein bisschen Edits zu trainieren, ein bisschen Aim wieder reinzukommen. Ist eine ziemlich nice Map von Fledermaus. Könnt gerne auch mal seinen YouTube-Channel auschecken. Gebt einfach bei YouTube Fledermaus ein oder tragt den als Support-Creator-Code ein. Natürlich alle Socials könnt ihr auch auschecken. Ist wirklich ein nice Dude. Map-Code seht ihr natürlich oben. Könnt ihr einfach eingeben und dann könnt ihr die Map auch spielen. Die Map ist grundsätzlich unterteilt in einen Free-Build-Bereich und dann einmal in einen Warm-Up-Kurs. Eigentlich beginne ich normalerweise immer hier mit dem Warm-Up-Kurs. Und hier musst du im Prinzip einfach nur durchgehen. Manchmal sind ein paar Monster drin. Geil auch, dass ich einen 80er Ping habe. Das ist natürlich wirklich super schön zum Editen. Immer abwechselnd Edits machen. Dann kommt wieder ein Zombie, das ihr killen müsst. Haben, glaube ich, alle 50 Leben immer. Zumindest so im Dreh müssten die auf jeden Fall das haben. Dann hier noch ein kleiner Aim-Tracker. Man braucht zwar sicherlich nicht alles, aber ich meine, schaden kann es nicht. Man kommt einfach mit der Mausbewegung so ein bisschen rein. Natürlich einmal 90s, dann hier auch ein War Replace. Ich benutze hinterher immer noch so eine Treppe, um einfach nochmal so ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Zumindest würde ich das so auch im Publics machen oder in Tournaments. Dann hier einmal müsst ihr euch unter die Treppe stellen. Während ihr mit der Treppe hochspringt, dann werdet ihr so ein bisschen nach vorne geboostet. Müsst ihr mit der Pickaxe hier auf die Wand einschlagen und könnt diese durchspringen. Der Gegner würde in vielen Fällen, es sei denn, er hat natürlich einen deutlich besseren Ping als ihr, würdet ihr dann dort in die Box reinkommen. Ist manchmal ganz hilfreich, wenn ihr ahnt oder wisst, dass der Gegner keine Trap hat. Oder wenn ihr natürlich gut genug seid, um notfalls wieder aus dem Turtle rauszukommen. Dann High Side Jumps sind solche Jumps. Im Prinzip einen Side Jump machen und dann gleichzeitig instant die Treppe placen. Müsst ihr relativ schnell hintereinander machen, ein paar Mal üben. Dann habt ihr es auch mit der Zeit irgendwann drin. Braucht man zwar nicht ganz so oft, aber wenn man es dann eben halt mal braucht, oder wenn sich so eine, wenn sich ein Zeitpunkt dafür findet, um das zu nutzen, hat natürlich einen guten Vorteil. Dann hier einmal Tracking Aim, einmal hinten, also einmal auf Long Range und einmal auf Short Range. Ich mache meistens immer nur einen, wenn ich den anderen nicht schaffe, weil sonst eben halt meine Maschinenpistole nicht nachgeladen ist. Dann müsste ich hier nochmal High Side Jumps machen. Habe ich jetzt verkackt, weil ich mich nicht darauf konzentriert habe. Als nächstes einmal hier nur die Treppe umdrehen und wieder durchediten. Dann dreimal hintereinander runter editen. Wieder dreimal hintereinander Richtungswechsel bei den Treppen. Und dann nur noch einmal hier Treppen editen, nach unten und dann Seite durch. Geht in 2,5 bis 3,5 Minuten, würde ich mal sagen. Wobei auch, also es sind auch 2 Minuten, glaube ich, drin, wenn man wirklich keine Fehler macht. Bisher mein Rekord ist 7,45, glaube ich. Dann könnte ich hier nochmal zum Freebuild-Part gehen. Einfach dazu hier unten in den unsichtbaren Rift reingehen. Kommt dann nach oben. Normalerweise trainiere ich hier zum Beispiel Classic Turtle. Ist ja immer relativ gut, das zu trainieren. Trainiere gleichzeitig auch Wand-Edits und generell also so ein bisschen bauen. Natürlich ein paar 90s ziehen, wobei das eigentlich mittlerweile deutlich seltener geworden ist, weil man es auch nicht so braucht. Dann hier noch andere Sachen, die man gut gebrauchen könnte. Kann man eben halt einfach sich so gerade im Baubereich etwas eintrainieren oder man übt vielleicht nochmal Wand replacen. Kann man eben halt alles machen. Ist eine entspannte Map, finde ich gut. Ja, gleich wird dann auch der Livestream auf Twitch starten. Könnt ihr natürlich auch gerne auschecken. Wäre auf jeden Fall wirklich super nice. Dazu einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Und dort würde ich mir natürlich genauso hier über einen Follow freuen. Beziehungsweise natürlich auf YouTube ein Abo. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.